Servus Leute, willkommen zu Pokémon Pure, weiter geht's. In unserem finalen Aufnahmemarathon hier. Wir sollen zur Eingangshalle von der Akademie gehen, nicht? Und hier immer gilt, wenn dir meine Videos gefallen, dann lass gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen, sehr helfen. Und mir vor allem zeigen, dass ihr Spaß an dem habt, was ich hier so treibe und an meinem Gelaber. Warum auch immer man daran Spaß haben sollte. Was ich mal ganz kurz mache. Zwischendurch offline, weil ich mir einen Tee gemacht habe. Und weil tatsächlich ein paar Stunden vergangen sind, es ist jetzt wieder hell draußen. war ja Nacht von Samstag auf Sonntag und jetzt ist es Sonntag. Tag. Deswegen auch keine Jacke mehr an. Achso, warte. Ich wollte aktualisieren wegen den Raids, genau. Vielleicht haben wir ja jetzt Glurak da. Ich würde euch das schon ganz gerne zeigen. Auch wenn ich vermutlich tierisch eins aufs Dach kriegen würde. Aber zumindest gezeigt haben wollte ich es euch mal. Danke. So. Es müssten ja theoretisch neue Raids verfügbar sein. Drache. Wo haben wir Drache-Raids? Oh, cool. Kampf. Hört mich jetzt gerade nicht. Wir suchen Drache. Oder kann ich die erst machen, wenn ich die Story komplett durch, aber also auch die Postgame-Story? Weil ich sehe nämlich nirgendwo ein Drache-Event-Raid tatsächlich. Aber wirklich nirgendwo gerade. Ich sehe nicht mal generell Drachen-Raids. Doch, da ist ein Drachen-Raid, aber das ist kein Event-Raid, das ist normaler. Der ist auch normal. Na, das gibt's doch gar nicht, oder? Es ist das Glurak-Event aktuell wieder, aber ich krieg keinen Event-Raid. Geht das wirklich erst, wenn ich die Postgame-Story durch habe? Ja, war interessant. Oder habe ich einfach Pech und ich krieg einfach keinen aktuell? Wollte ich den Darterra-Raid. Was haben wir denn hier so Spannendes? Ich denke mir, das wird von der Post-Story aus der letzten Folge, deswegen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen, oh, ein Reitschuh-Raid, ein Knackrack-Raid, ein Hariyama-Raid, habe ich ja da alles schon, deswegen ist das relativ uninteressant für mich. Aber cool, Knackrack mit Typ Flug. Kann man ja wild fangen, das Viech, Level 65 in der Höhle zwischen der normalen Arena und der Wasserarena. Müsste aber klettern können für, so, jetzt, aber jetzt wirklich weg hier. Akademie, wo bin ich denn da hinten nochmal, wo war denn nochmal? Ich finde es so dumm, dass die Karte sich mitdreht. Das ist einfach nur ekelhaft. Wer hat sich eigentlich das bei Pokémon ausgedacht, also bei Game Freak und gemeint, ja, gute Idee, das macht mal so. Der gehört gefeuert, ganz ehrlich. Und vor allem patch doch bitte endlich mal rein, dass man bei den Raids auf der Karte sehen kann, was für einen Rang die haben. Nicht nur was für ein Pokémon, aber was für einen Rang wenigstens. Das wäre so cool. Den habe ich vorne. Ja, passt. Du hast alle Items auch. Willst du mich verarschen? Ich habe doch jede Menge Top-Tränke und so. Da! Du hast alle Items aufgebraucht, die KP. Sag mal. Dürfen Top-Tränke nicht in diese Minussteuerung mit reingeraten oder wie? So ein Blech. Lass mal Lucario mal vorne. Guck mal, was ist passiert. Ich habe keine Ahnung. Können wir jetzt das Turnier machen? Und da gibt es einfach nur noch ein Gespräch, dann war es das. Müsste ich mir noch an die andere Folge hinten dran schneiden. Schön, dich zu sehen, Champ Schraubsel. Na, was hältst du von der Eingangshalle? Gefällt es dir, in so vielen Büchern umgeben zu sein? Ja, ich habe nichts gegen Bücher. Das freut mich. Es war meine Idee, das Design bei der Renovierung vor ein paar Jahren so umgestalten zu lassen. Aber kommen wir zum Punkt. Schildere mir doch mal deine Eindrücke von der Arena-Leiter. Wobei, hier kann man ja, alles mithören. Gehen wir lieber irgendwo hin, wo wir ungestört reden können. Hättest du eine Idee, wohin? In mein Zimmer. Sag überhaupt nicht sass. Sag überhaupt nicht sass oder so. Das ist also dein Zimmer hier in der Akademie. Ich habe bisher nur eine Frau hier reingelassen, sondern Emila. Wobei, die ist ungefragt reingekommen. Dann ist das quasi der Ort, in dem du zum Champ herangereift bist. Nein, das war auch mein Reisen. Obwohl, du lebst ja noch gar nicht so lange in der Akademie. Vielleicht soll ich bald mal in deinem Elternhaus im Besuch abstatten. Wow, 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 die stürmt aber ganz schön voran, ey. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Mich würde interessieren, welche Eindrücke die Arena-Leiter bei dir hinterlassen haben. Wer hat dich deiner Meinung nach im Kampf am wenigsten gefordert?
das wird jetzt bitter, aber der schnellste Kampf, den wir hatten, das war entweder Colso oder Enigmara. Oder Grusha. Die waren alle drei super schnell vorbei. Da ich Grusha aber noch weniger abkann als Enigmara. Wobei, nein, wisst ihr was? Etta hat mich am wenigsten gefordert. Ich kann die nicht ab, die Alte. Etta also, das dachte ich mir schon. Wer hat bei dir den bleibendsten Eindruck hinterlassen? Bleibendsten Eindruck? Das war definitiv die Psychotante, weil ich mich da selbst verarscht habe. Tulia, ja, das überrascht mich nicht. Und wer hat sich im Kampf als die heiligste Nuss erwiesen? Ja, auch Tulia, weil ich Scheiße gebaut habe. Ja, das überrascht mich nicht. Das ist noch eine wichtige Frage von... Welchen Elementar magst du am meisten? Keinen. Keinen einzigen, sind mir alle ziemlich egal. Oh Gott. Aber Rona backt gut, deswegen nehme ich Rona. Rona also. So, das wären auch schon alle Fragen. Vielen Dank. Deine Eindrücke waren höchst interessant. Sie werden bei meiner Planung gewiss von großer Hilfe sein. Bitte den Beast als Zeichen meiner Dankbarkeit. Kingstein. Toll. Ein Item zum Tragen. Trifft der Träger das Ziel mit einem Angriff, der Schaden verursacht, schreckt es eventuell zurück. Und es ist wichtig, um Fleckmon zu Lasho King weiterzuentwickeln. Dank deiner Hilfe ist mein Terminplan nun nicht mehr so überladen. Es spricht ja nichts dagegen, meine Teilnahme an dem Turnier, über das wir im Büro des Direktors gesprochen haben. Champion Emila wird sich bestimmt darüber freuen. So, dann verabschiede ich mich fürs Erste. Du bist sicher ziemlich erschöpft. Lass es für den Rest des Tages mal ruhig angehen. Ah, sie juckt. Was soll die Scheiße? Zu heftig Nase geputzt vorhin wahrscheinlich. Ja, lass mal schlafen kommen. Haben wir wieder alle AP bei unserem Team. Passt doch. Ihr habt eine Woche geschlafen? Wow. Ich muss echt kaputt gewesen sein. Dank des unermüdlichen Einsatzes von Emila und der Pokémon-Liga war es endlich Zeit für den lang ersehnten Beginn des Pokémon-Kampfturniers. Ja, na dann. Oh, ich komm doch schon, Emila. Ah, Schraubse. Wir sind gerade noch rechtzeitig mit dem Vorbereitung das große Akademieturnier fertig geworden. Aber wir haben das Turnier letztendlich so genannt, damit jeder sofort weiß, worum es geht. Peppa hatte noch ultimative Schulschlacht vorgeschlagen. Klingt auch cool. Und dann hat Direktor Klavel das auch noch so gut gefallen, damit ich mich alles rumärgern muss. Ja, aber sag mal, wie sieht es bei dir aus? Fühlst du dich bereit für die Herausforderung? Ja, aber Sichi! Sichi, jawolli! Hehe, das war die einzig richtige Antwort. Ich will sehen, was du als Champ so alles drauf hast. Ich kann immer noch nicht glauben, dass der Top-Champ dank dir auch mitmacht. Das ist der Hammer. Leider werde ich nicht aktiv teilnehmen können. Was? Ich habe wieder in den Kulissen mit der Organisation des Turniers alle Hände voll zu tun. Dafür kann ich aber dein Können ganz objektiv als Zuschauerin analysieren und bewerten. Der Treffpunkt ist beim Empfang im Eingangsbereich. Wie du spätest dich. Wir können nicht gegen den Mila kämpfen im entscheidenden Turnier? Ja, das heißt entscheidendes Turnier im Spaßturnier? Was für ein Blödsinn. Ich wollte gegen den Mila kämpfen. Ich könnte mal den Direktor sprechen. Kannst du mal auch bleiben lassen, ne? Ich weiß eh nicht, was diese ganzen Bondings denn das mal bringen soll, was sie ja mit der Krankenschwester gemacht haben. Die zugegebenermaßen für einen Pokémon-Charakter ziemlich niedlich ist, aber trotzdem. Nee, hä? Da. Ja, bin wieder da. Dann bist du ja endlich. Endlich, bin sofort hergekommen. Um am großen Akademieturnier teilnehmen zu können, musst du dich hier beim Turnierhelfer anmelden. Wären Sie bitte so gut, meinem Freund die Turnierregeln zu erklären? Sie hat mich ihren Freund genannt. Selbstverständlich. Zuallererst solltest du wissen, dass am großen Akademieturnier Lehrer und Schüler gleichermaßen teilnehmen dürfen. Sämtliche Teilnehmer werden einander nach dem Zufallsprinzip zugeteilt und nur die Sieger der einzelnen Kämpfe verbleiben im Wettbewerb. Die Matchpaare werden per Losziehung durch die Turnierleitung festgelegt. Bis man sich auf dem Kampfplatz Auge in Auge gegenübersteht, weiß also niemand, mit wem er es zu tun bekommt. Wer als Sieger aus dem Kampf hervorgeht, den erwartest du als nächste Kräfte messen. Für den Verlierer hingegen endet das Turnier bereits nach einer einzigen Niederlage. Anderen Worten, wer Kampf um Kampf gewinnt und bis zuletzt übrig bleibt, ist der oder die allerstärkste der Akademie. Vielen Dank für die Erklärung. Die Regeln habe ich zusammen mit dem Direktor festgelegt. Bei der aktuellen Teilnehmerzahl sollten etwa 4 Siege ausreichen, das Turnier zu gewinnen. Denk daran, dass auch Lehrer teilnehmen. Die haben es echt drauf, also sieh dich vor. Also beginnen wir im Achtelfinale. Gut. Und weder machst du nicht fertig, nur ich darf dich besiegen. Ja, mal abwarten, ne? Sprich einfach mit mir, wenn du soweit bist. Ja, da ich nicht weiß, wenn ich zugelost bekomme, kann ich überhaupt nicht festlegen, wer an erster Stelle sein soll. Habe ich eigentlich nur irgendwelche Bonbons, die ich irgendwem reindrücken könnte, im Fall der Fälle? Nicht wirklich. Boah, das ist ein bisschen... Ha!
Wolltest du da noch ein bisschen boosten für den Fall der Fälle? Weil er halt echt mächtig ist? Gibt es noch irgendwelche Angriffsfedern, die ich ihm geben kann? Nee, ne? Nur flink oder so. Auch wesenstechnisch schon was ändern, bringt irgendwie alles nicht so viel, ne? Spezialangriffsbasispunkte dauerhaft erhöhen, ne? Haben wir nicht so viel von der Feder. Ich weiß, dass ich darüber freuen würde. Okay, der ist schon durch. Scheiße. Die noch ein bisschen besser. Okay. Wir können eh nichts machen. Ich speichere nochmal schnell. Beginnen wir das Turnier. 4 Kämpfe also. Wenn wir es gut anstellen. Möchtest du dich zum großen Akademieturnier anmelden? Jawollo. Du bist Schraubst und hast den Champ-Rang, korrekt? Jawollo. So, dann haben wir das Team abgeschlossen. Bitte dich bitte mit uns zum Austragungsort. Null Problemo. Nervenmodus aktiviert. Ah. Tee macht fröhlich. Und Ingwer, Zitrone. Aber gesund. Und Thumbnail oder irgendwie. Mal gucken. Damit sollten wir vollzählig sein, nicht wahr? Sehr schön, dann kann es ja losgehen. Einigen wird die freudige Nachricht gewiss schon ins Ohr gekommen sein. Unser Traubenakademie hat erneut einen Schüler vorgebracht, der den Champ-Rang erreicht hat. Dabei sieht niemand anderen als Schraubsel. Was? Wow, echt krass. Das ist der Hammer. Ein Hoch auf den Champ. Es ist für uns ein Anlass zu größter Freude, dass er diese phänomenale Leistung während seiner Zeit hier in unserer Akademie vollbracht hat. Unsere Schulsprecherin Nemila hat eigens dieses Turnier organisiert, um ihrem Freund unseren neuen Champ gebührend zu feiern. Der Wettkampf soll jedoch nicht nur dem neuen Champ eine Möglichkeit bieten sein können, so Beweis zu stellen. Auch all jene aus der Schülerschaft, die ihre Stärke für gewöhnlich zur Schau stellen, werden ermutigt, diese Gelegenheit zu nutzen. Und natürlich auch das Talent der Mitglieder des Kollegiums nicht zu verachten. Doch ehe ich zu sehr abschweife, erkläre ich hier das große Akademieturnier, auch die ultimative Schulschlacht genannt, für eröffnet. Wenn wir einen Turnierbaum, den wir irgendwo einsehen können, so ein bisschen Vorbereitung haben, kommen wir zum ersten Kampf. Wen wird das los zusammenführen? Champ Schraubsel gegen Pepper aus der Klasse 2G. Ja toll, ich habe vergessen, was er für Pokémon hat. Das ist nicht euer Ernst. Gleich eine Runde einzeln gegen einen Champ ran? Du bist sicher überrascht, dass ich auch mitmache, oder? Jo. Hehe, allein dafür, das Gesicht zu sehen, war mir die ganze Mühe wert. In Zone 0 ist mir bewusst geworden, dass ich mich noch deutlich steigern muss. Also habe ich mit Mastifioso und meinem Team ein extrem hartes Training absolviert. Denn falls jemand wieder brenzlig wird, möchte ich Seite sein und auf Augenhöhe mit dir kämpfen können. Aus diesem Grund bin ich heute auch gewinnen. Mir egal, ob durch Glück oder durch Können. Vor dir steht der neue Pepper und der pfeffert dir jetzt erstmal ein paar neue Schärfegrade in dein Küchenregal. Wohl bekommst. Also wenn er anfängt mit demselben Pokémon, das er gegen den Steinfuzzi genutzt hat. Oh, ein Schlaraffel, ein Normal-Pokémon. Lucario, das ist doch gefundenes Fressen für dich. Ich will dir auf Augenhöhe begegnen, du bekommst meine ganze Stärke zu schmecken. Pepper, du hast mir den besten Start. Level 67, okay. Das spielt sich die Level aber echt an zum Schluss, ne? Das wären spannende Kämpfe. Und wenn wir verlieren, haben wir verloren. Dann ist vorbei. Das ist die Challenge bei der ganzen Geschichte. Dürfen wir geheilt oder werden wir geheilt? Ich bin noch am Überlegen. Level 81 für Lucario und Level 77 für. Was war das? Pflanze Feuer, ne? Boah, was machen wir gegen Pflanze Feuer? Tralupenio ist ein Problem. Gardevoir, mach du mal bitte. Weil Pflanze, Feuer ist eine scheiß Typen-Kombo für mein Team. Da können wir nicht so richtig super effektiv gegen vorgehen. Das muss die Psychokinese jetzt regeln. Psychokinese! Oh, KO. Aber Gardevoirs Angriffen zu standzuhalten, wird generell sehr schwer für alle hier. Tenterra, das war Gift, glaube ich. Boah, was war Tenterra nochmal? Gardevoir bleibt drin. Ich habe da so ein bisschen Angst. Ich kann mir nicht merken, was das Vieh war. War das Pflanze Gift? Ach, egal, hau drauf, wird schon passen. Es hat überlebt, willst du mich verarschen?
hasse dich. Ich hasse dich so sehr, dummes Mistviech. Ach, soll ich einen Zug verschwenden, um mich wieder aufzuwecken? Nein, Aufwecker. Gardevoir, aufwachen. Da. Was kannst denn du noch so alles spannendes? Blattgeißel. Au. Das hat wehgetan. Lass die Scheiße. Der Gardevoir nimmt mir echt ein bisschen zu viel Schaden manchmal. Saltigant. Du bist auf jeden Fall ein Boden-Pokémon. Ist da was fürs Osterei? So, los, Osterei. Einen schönen Aqua-Durchstoß. Und dann ist die Geschichte jedoch gleich gelaufen. Und dann werden wir hoffentlich automatisch geheilt. Ansonsten habe ich leicht Sorgen, dass wir das überleben hier. Aqua-Durchstoß. Ratschbumm. Hat überlebt. Nette Verteidigung. Nein! Oh, hört doch auf mit euren vergammelten Tarnstein. Alter, scheiß Competitive. Feiglingstaktik da. Ich hasse Tarnsteine. Es ist so. Nee, genauso Giftspitzen. Kämpft doch ordentlich. Naustos. Boah, das könnte das Eisenrad erledigen. Der dürfte schnell genug sein. Dann kriegt er halt ein bisschen Damage ab für sich selbst, aber. Er ist unser Elektromon. Der passt das, der packt das schon. Lucario könnte das auch mit Donnerschlag, ja. Aber er hat mehr Power auf der physischen Seite und wird noch geboostet durch sein komisches Ding. Ja, ich weiß. Diese Energiekapsel da. So. Jetzt der physische Angriff nochmal stärker durch meinen Quantenantrieb. Okay, Kollege. Stromstoß. Bam. Oh, wow. Respekt und Anerkennung deiner physischen Abwehr aus, Dos. Weißt du was? Ich brauche jetzt, glaube ich. Ich brauche keine sehr effektive Attacke, um jetzt zu besiegen, oder? Ach komm, was soll's. No risk. Oh, tschüss. Tschüss, Sikorski. Er kann ja auch nicht Terra kristallisieren, oder? Ja, Schaden durch Rückstoß. Ich weiß. Müssen wir eh gleich raus, denke ich mal. Mastifioso. Du warst, glaube ich, ein Unlichtviech, ne? Ach, niemand muss da kommen. Wir wollen ins Viertelfinale und bekommen ins Viertelfinale. Du willst es ja nicht anders. Jetzt tische ich dir eine gewaltige Portion meines Siegeswillens auf. Komm, Labanet, schmeiß in den Kampf rein. Das ist nämlich normal Unlicht, das Viech. Ja, mach du nur. Mein Angriff wird verdoppelt. Ach, scheiß Tarnsteine. Knuddler! Knuddel, das in der richtigen Zuschlag werden wir alle Hände leuchten, das andere Mastifioso. Ach, scheiß, der kann doch Terra kristallisieren. Hat er das im Kampf, im finalen Kampf, der das Fast der Legenden auch gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Komm, wir haben Unlicht. Jawohl, Dankeschön. Doch kann sogar sein, dass es da auch gemacht hat, ja. Ich aber nur vergessen habe. Aber egal, das spielt mir die Karten. Feuerzahn auf ein Wasser-Pokémon. Das ist eigentlich nur doof. Nein, jetzt brenne ich auch noch. So eine Scheiße. Der hat meinen physischen Angriff gerade vernichtet. Oh, du bist so hässlich, Mastifioso. Du bist so ein hässliches Mistvieh. Ich hasse es. Jetzt brauche ich unbedingt einen Feuerheiler. Nur einen davon. Den verbrennst du mich nochmal. Dass es auch sofort wirken muss, ne? Den verbrennst du jetzt gleich wieder, dann kotze ich. Gut, jetzt knuddel ihn weg. Knuddler gegen ein Feen-Pokémon, okay. Na, ach komm, Osterei! Willst du erst sagen, du verlierst gegen ein fucking Unlicht-Pokémon? Das gibt's ja wohl nicht. So, tschüss. Blöder Köter. Hätte ich dir bloß nie geholfen.
armes Osterei, ey. Du verarschst von vorne bis hinten. 74 für unser Eisenrad. Wir sind nicht wirklich overlevelt gerade. Ich bin so stolz, jemand so cooles und starkes wie dich mein Freund nennen zu dürfen. Ja. Und der Sieger des ersten Kampfes ist Champ Schraubsel. Hurra, macht man das. Was für ein fantastischer Kampf und das schon gleich in Runde 1. Wow, als Champ kämpfst du echt in einer anderen Liga. In der Lage zieht mich zwar runter, aber es war mir eine Ehre. Es könnte wohl nicht schaden, wenn ich die Arenen ebenfalls mal abklappern würde. Leg dich beim nächsten Kampf bitte besonders ins Zeug. Auch für mich, verstanden? Werden wir jetzt geheilt? Bitte? Weiter geht's in Runde 2. Welche Trainer treten diesmal gerne an? Champ Schraubsel gegen Senior Jim, den Biologielehrer. Hallo Schraubsel. Puh, dass du einfach mal so während der Schatzsuche zum Champ aufgestiegen bist, da fehlen mir glatt die Worte. Jetzt habe ich gleich zwei Schüler meiner Klasse, die den Champ-Rang innehaben. Um ehrlich zu sein, stehe ich schon ein wenig unter Druck. Ich will ein Lehrer gegen seine Schüler nicht den Kürzeren ziehen. Nun denn, sollen wir anfangen? Ich drücke mir damit selbst mal die Daumen, dass ich gut abschneide. Den kennen wir nicht, der ist komplett neu. Senior Jim, dann nehme ich dich als Thumbnail. Ganz einfach, oder? Okay, los geht's. Ein Arcani! Das ist denkbar ungünstig für Lucario. Das ist richtig scheiße. Entspann dich, sei ganz du selbst und dann zeig mir, was du gelernt hast. Ja. Gut, Lucario. Du kannst gegen den nichts ausrichten. Selbst wenn du zu Eis wirst, nicht. Also, tschüss, Sikowski. Osterei, komm doch bitte mal rangerückt auf einen Zentimeter. Und wehe, du brennst gleich wieder. Du bist auf deinen physischen Angriff angewiesen. Boah! Au! Gut. Aqua-Durchstoß. Aber du tust dir nur selbst weh, Arcani. Was soll denn der Blödsinn? Du machst es mir viel zu leicht, dich umzubringen. Aqua-Durchstoß. Patz. So, weg damit. Das ist ein cooles Pokémon. Sollte ja ursprünglich ein legendäres sein in Gen 1. Und zu Arctos, Zapdos und Lavados dazugehören. Aber man hat sich dagegen entschieden. So. Level 74 unseren Drachen. Mantidea. Yep. Krokodok, dein Einsatz. Nettes Team, Senior Jim. Nettes Team. Arcani, Mantidea. Also da kann man schon nicht meckern, dass ihr das noch nachkommt. So, Krokodok, du kennst Mantidea, du weißt, was du dagegen tun kannst. Jojo, alles klar, kein Problem. So, Lunanit. Brenne. So, erledigt. Spezialangriff ist gestiegen, sehr schön. Mal gucken, was jetzt kommt, ob du drin bleiben darfst. Ein Pampros. Nein, du darfst nicht drin bleiben. Das ist nicht gut. Wir brauchen dafür eigentlich wieder unser Osterei, ne? Weil das Boden ist. Wir könnten aber auch unseren Eisenrad nutzen mit Erdbeben. Das sollte genauso gut funktionieren. Wir holen aber Osterei rein. Eisenrad wird noch früh genug seine Chance bekommen, zu zeigen, was er drauf hat. Er hatte ja auch schon im letzten Kampf im Stromstoß gute Arbeit geleistet gegen Austausch. Wenn das auch leider überlebt hat. So, Pampros. Jetzt gibt's den Aqua-Durchstoß, der sich gewaschen hat, Kollege. Bam! Kaputikowski. So. Ein paar KP für mich, sehr schön, dankeschön. So heile ich mich wieder. Lamus. Und Shit. Könnte Godzilla mit Knirscher eigentlich ganz gut machen. Oder Lucario mit Donnerschlag. Aber ich würde sagen, wir nehmen mal unseren guten alten Godzilla. Er hat auch nichts zu frühstücken gehabt, der muss auch mal ein bisschen ran jetzt. Hat er mir Frühstück gesagt? Was gibt's denn? Lamus. Lecker. Okay, dann beiße ich mir mal ein schönes Stückchen raus. Ham! Oh, lecker, lecker, lecker. Ich will mehr. Könnte ein bisschen gegrillt sein, aber ja gut. Ja, du bist beschwerlich, dieses Pokémon-Kampf. Ja, ja, schon gut. So, jetzt gibt's den restlichen Lamus-Happen. Ham! Es war ein guter Anfang.
Jetzt zum Hauptgang, bitte. Was? Ein Schluck weg, das packst du nicht. Oder? Packt der einen Schluck weg? Ist ja Gift, ne? Aber der wird dem Sicherheit kristallisieren in irgendwas anderes. Und ich weiß nicht, in was. Weil ich sein Team gerade echt schlecht einschätze. Komm, weißt du was? Godzilla bleibt drin. Sehr schön. Pudding. Fang mal an mit einer Drachenklaue. Ich weiß nicht, was der vorhat. Okay, er macht keine Terrakristallisierung. Ein Lehrer kann keine Terrakristallisierung einsetzen? Ey, was soll denn der Blödsinn? Okay, weißt du was? Dann machst du mich sauer. Großklingenstoß. Ah, bam! Da. Also er hat Spaß hier. Level 78 fürs Osterei. Er hat noch eins. Ich muss dich rausnehmen, wenn du das doppelte Schaden nimmst. Das ist doof. Was war Farigiraf nochmal? Unlicht-Psycho, glaube ich, ne? Oder war das Normal-Psycho? Shit! Oh Gott. Ach komm, Gardevoir. Ich weiß nicht, was ich... Ich kann mir das nicht merken, was für ein Typ dieses blöde Viech hat. Ich muss das mal gleich mal nachgucken. Weil wir wollen ins Halbfinale und werden ins Halbfinale kommen. Ui, dein Team ist vielleicht stark. Hast du andere Trainingsmethoden oder so? Ja. Terror Raids machen. Okay. Eorostias sieht ganz genau, was du bist. Hier kommt eine Ladung Energie. Terrakristallisierung los. Aber die Mondgewalt wird's schon richten. Was wirst du jetzt für ein Typ? Ich dachte, er wäre schon bei 5 Pokémon. Ich meine, er wäre erst bei 4. Psycho! Kommt mir bekannt vor. Kann ich nämlich auch mit Gardevoir machen, Psycho. Ich wollte sie auch Fee umstellen, habe ich erzählt, aber ging irgendwie nicht. Spukball! Ja, aber du bist nur noch Monotyp Psycho. Hätte effektiver sein können, wenn du nicht terrakristallisiert hättest, Kollege. So, jetzt gibt's noch eine Mondgewalt und dann bist du kaputt. Hat ja nicht so viel gebracht, Farigiraf. Hui, das hast du aber gut gemacht. Dankeschön. Ja, so viel Geld, wie ich hier gerade gewinne, sehr schön. Und der Sieger des zweiten Kampfes ist Champ Schraubsel. Wow, ein Satz mit nix, das war wohl nix. Du hast es echt drauf, Schraubsel. Bei deinem selbstsicheren Auftreten würdest du sicher einen besseren Lehrer abgeben als ich. Senior Jim. Oh je, ist der Rektor wütend? Ich glaube, jetzt kriege ich Ärger. Wie auch immer, gib du auch im nächsten Kampf alles. So, Halbfinale, Leute. Für unsere 4 verbleibenden Teilnehmer wird es nun Zeit für Runde 3. Champ Schraubsel gegen Signora Amura, die Kampflehrerin. Die hat Kampf-Pokémon wahrscheinlich, würde ich tippen. Tag, Neuzugang. Das große Akademie-Turnier, oder besser gesagt die Olympische Schulschlacht. Hier wird per Kampf entschieden, wer das stärkste Mitglied unserer Akademie ist. Schon bei dem bloßen Gedanken daran juckt es mich in den Fingern. Das ist die ideale Bühne, mein gesamtes Können in Beweis zu stellen. Und du bist also der Grund, weshalb wir heute dieses Turnier veranstalten. Dafür danke ich dir, lieber Neuzugang. Wobei, vielleicht sollte ich dich ab jetzt nur noch Champ Schraubsel nennen. Als Lehrerin empfinde ich es meine Pflicht, meinen Schülern den Weg zum Erfolg zu weisen. Aber andererseits darf ich als Kampflehrerin auf gar keinen Fall ihre Schüler verlieren. Wie stehe ich denn sonst da? Sonst sei mir nicht böse, wenn ich dich im Kampf nicht mit Samthandschuhen anfasse. Akademielehrerin Amura fordere ich heraus. Sie ist ein cooleres Thumbnail als der andere. Nehmen Sie als Thumbnail. Also knapp bei mir 30 Minuten, okay. War eher 29, ein paar Sekunden. Okay. Das ist ein fairer Kampf. Ich wünsche dir viel Erfolg. Kampf-Pokémon. Kannst du irgendwas gegen ihn ausrichten, Kollege? Du bist ja Stahl. Das ist eigentlich eher dämlich. Ich hätte jetzt eigentlich permanent Gardevoir draußen haben müssen. Aber ich will dir auch mal eine Chance geben. Ist der auch Stahl oder ist der nur Kampf? Ach, hau einfach mal drauf, Lucario. Jojo, wird gemacht. Bam!
Okay, Lucario. Alles klar. Das war deutlich. Ein Tauros. Aber ein Paldea-Tauros, ne? Du bist definitiv Kampf. Egal, bleib drin. Oh, das ist das Feuer-Tauros. Das ist Kampffeuer. Das ist jetzt nicht so gut, aber egal, wir hauen drauf, das passt schon. Oh, das überlebt, das finde ich nicht gut. Das finde ich gar nicht gut. Nein! Ja, ich bin da mal raus, ne? Tschüss! Scheiße! Okay. Lady, kannst du bitte mal? Ich habe ja sonst nichts zu tun. Also, was soll's? Tschüss, du komischer Stier. Ressladero. Er ist auch ein Kampf-Pokémon. Die hat nur Kampf. Das ist Ladies Kampf. Ich könnte auch natürlich eine Feenattacke einsetzen, keine Frage, aber warum? Geht ja auch so ganz gut. Noch ein Tauros. Das Wassertauros jetzt wenigstens. Ja, das Wassertauros. Ich weiß gar nicht, welches von beiden wir fangen können müssten. Ich glaube, das Wassertauros. Bin mir aber echt nicht sicher. Weißt du was? Du kriegst meine Mondgewalt ab. Mondgewalt. Baff. So. Keine Gnade. Hier wird alles platt gemacht, was bei 3 nicht weg ist. Nidhitalis. Oh, du bist Psycho. Da brauche ich definitiv die Mondgewalt. Oder wirst du Monokamp? Ist das schon Pokémon Nummer 5? Nein, Nummer 4. Okay, dann bist du nicht Monokampf. Die hat keine Chance gegen Lady. Lady ist zu mächtig. Ein Hariyama, das zu Monokampf wird. Das ist ein bisschen langweilig, wenn du mich fragst. Gute Arbeit, damit hast du meinen Kampfgeist geweckt. Weil der ist ja eh schon Kampf. Sind nicht sogar Monokampf? Dieses Hariyama ergibt sich aus der Terrakristallisierung kein Vorteil, eher noch ein Nachteil. Wer im Hier und Jetzt gewinnen will, muss sein gestriges Ich übertreffen. Ja. Ja, du nicht. Sorry. Du bist cool. Und auch gar nicht mal hässlich. Aber du wirst. Für den Pokémon-Charakter. Aber du wirst trotzdem nicht gewinnen. Das war ja die, die mit uns diese komische Gymnastik-Ding da gemacht hat bei der Psycho-Arena. Tschüss, Hariyama. Finale. Oh. Bei Kämpfen gegen dich wird einem klar, warum das Wort Kunst in Kampfkunst steckt. Ich hab dich halt einfach gnadenlos plattgewalzt, ne? Gut, du hast mal Lucario niedergewalzt. Das kam sehr überraschend, dass das Tauros so hart zuschlagen kann. Und der Sieger des dritten Kampfes ist Champ Schraubsel. Dieser Lage schmerzt besonders, da gibt es auch nichts zu beschönigen. Doch ich kehre nicht mit leeren Händen nach Hause zurück, ganz im Gegenteil, ich habe unglaublich viel dazugelernt. Nämlich, dass Kampf-Pokémon gar nicht so clever sind gegen Gardevoir. Es überrascht dich vielleicht, das zu hören, aber auch für uns Erwachsene gibt es täglich Neues zu lernen. Sonst würden wir euch Kindern doch wohl kaum damit in den Ohren liegen, dass ihr euch hinter eure Bücher klemmen sollt, nicht wahr? Vielen Dank für den tollen Kampf. Habt den Sieg fest im Blick und gib alles. Toi, toi, toi. Ja, Finale. Damit wartet uns endlich das große Finale dieses Turniers. Mal sehen, welche beiden Kontrahenten um den großen Sieg kämpfen werden. Ich sage, es ist hier Dings. Aber wie heißt sie nochmal? Die Anführerin von Team Star. Champ Schraubsel gegen... Oh. Unseren Ehrengast in diesem Turnier. Top Champ Zagaria. Oh. Toll. Scheiße. Was hat die denn mal für Pokémon gehabt? Ich glaube, der hat ja auch einen Godzilla. Also so ein... Dingsnodon? Den Rest habe ich vergessen. Schön, dich zu sehen, Champ Schraubsel. Dachte mir schon, dass wir uns im Finale gegenüberstehen würden.
Wir beide haben so viel Zeit damit verbracht, um unseren Können zu feilen. Das hier im finalen Kampf zur Schau zu stellen und das Publikum mitzureißen, tja, das kommt meiner idealen Welt erstaunlich nahe. Als Präsidentin der Pokémon-Liga sowie als Vorstandsvorsitzende dieser Akademie könnte ich gerade nicht zufriedener sein. Wenn wir uns gegenseitig zu Höchstleistungen treiben, dann können wir eine noch größere Synergie erreichen. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns Publikum durch ein wahres Kampfspektakel inspirieren. Spornen wir sie dazu an, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Das Finale. Wenn wir verlieren, verlieren wir. Aber wir wollen natürlich gewinnen. Ich hätte gerne gegen den Nila gekämpft. Autsch! Es ist du und ich gemeinsam werden wir den anderen den Weg weisen. Es ist jetzt aber nicht so toll. Du bist zur Hälfte Kampf, aber auch Stahl. Unter Umständen könntest du hier was reißen. Ich hole aber trotzdem lieber Godzilla rein. Der kann hier, glaube ich, mehr reißen als du, Lucario. Den Knirscher, ne? Ich weiß, das Ding ist nicht Flug. Das ist ja auch ein komischer Strauß. Aus Ägypten oder so. Es gibt Vogel! Aua! Sag mal, das ist aber nicht freundlich, was du hier machst. Dafür gibt's jetzt einen Knirscher. Ich hab nämlich Hunger. Au! Warum kann das Ding eine Feenattacke? Warum kann das Ding eine Feenattacke? Das ist nicht nett. Ich auch so. Gladi Imperio. Pokémon wechseln. Das könnte theoretisch Lucario machen. Genau. Stahl und Licht. Nehmen wir mal platt mit einer Aurasphäre. Los, Lucario! Was hat denn die am Ende nochmal Terra kristallisiert? Zu was? Boah, das ist interessant. Der hat aber auch ein 5er-Team gehabt, ne? Nee, ein ganzes 6er-Team, Level 69. Aurasphäre! Kamehameha! Bam! Kaputt! 2:0 für uns. Sehr guter Start in diesen Kampf. Ein Arctillas! Kannst du drin bleiben, Lucario, das ist Eis. Jo. Bring an den Shit. Den hau ich da jetzt irgendwo herkommt in die Eiszeit. Tschüssikowski. Ja, Lucario war so eine gute Idee, ins Team zu holen, ne? Er ist halt einfach super stark. Ein Chevrum. Das ist eine Pflanze, nicht wahr? Krokodok. Du darfst den Salat grillen. Das wird das 4-0. Also Zakaria, langsam wird es ein bisschen bitter für dich hier, als Top-Champ. Das ist ja pervers, wie ich dich hier platt mache. Du hast in der Liga aber noch ein bisschen herausfordernder. Okay, wir haben ein bisschen gelevelt zwischendurch, aber trotzdem. Loderlied. Eine Standpauke für Chevron. Im musikalischen Sinne. So. 4-0. Was bringst du jetzt? Dein Gotzi? Wer mir recht. Ein Agilutzer. Oh, Schande. Schande, der ist Psycho, ne? Psycho-Wasser. Ist eigentlich ultra dumm, da Eisenrad reinzuholen. Aber ich mach's trotzdem. Weil Krokodok kann nicht drin bleiben. Der ist doppelteilig im Nachteil. Das ist nicht gut. Ex-Herrscher Eisenrad. Das Duell kennst du, oder? Na toll, schon wieder so ein dusseliger Fisch. Ach, den packst du. Ich hab vollstes Vertrauen in deinen Stromstoß. Dass man nicht nach hinten losgeht. Stromstoß. Fatz. Ha, gewonnen. 5-0. Das ist eine richtige Klatsche für dich, mein Mädel. Mal gucken, was du gleich einsetzt. Was wird das Ding nochmal? Und was ist das Ding überhaupt? Ich hab's vergessen. Scheiße. Lady, du darfst das machen. Die Lady darf das Finale machen. Was war das Ding nochmal für ein Typ? Und zu was wird es? Ich hab keine Ahnung. So.
Machen wir diesen Kampf zu einem Spektakel, das eines Finales würdig ist. Lumi, Flora, wir haben es ja gefangen. Aber ich kann mir ums Verrecken nicht merken, was das Vieh ist. Ich glaube, es ist Gift. Aber was es sonst noch ist, ich habe keine Ahnung. Komm, probier's. Mal sehen, was es wird. Leuchte hell in Zukunft Paldeas, Lumiflora. Ich weiß nicht, was das Viech wird, ne? Aber wir haben noch alle 6 Punkte gewonnen. Wir werden es auf jeden Fall besiegen. Wird's die 6-0? Wird's die ultimative Klatsche? Oh, das Ding wird zu Gestein. Oh, das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Obwohl. Au. Klappt ganz gut eigentlich. Ja, beendet den Zauberschein. Hat jetzt ein bisschen Angst, dass Psycho nicht so viel Damage. Ah, ja, Gestein ist ja physische Verteidigung, nicht Spezialverteidigung, stimmt ja. Und damit sind wir der Champion des Akademie-Turniers mit einem 6-0 gegen den Top-Champ. Das nennt man eine vernichtende, deklassierende Klatsche. Wir spielen nicht in derselben Liga. Paldea hat eine strahlende Zukunft vor sich. Jetzt noch ein Nemila-Kampf, komm. Oh, unglaublich, der Sieger des großen Akademie-Turniers und somit der allerstärkste Pokémon in der Akademie ist Champ Schraubsel. Wow, du hast es geschafft, Schraubsel. Schraubsel, 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 Schraubsel. Schraubsel, Schraubsel. Ja, ist gut, jetzt, Leute. Autogramme gibt es später in der Eingangshalle. Das hat mein Management schon organisiert. Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen Teilnehmern sowie den Anwesenden hier für dieses grandiose Turnier bedanken. Jeder einzelne Kampf am heutigen Tag hat die Bande zwischen Pokémon und Trainern so hell erstrahlen lassen wie die Sterne am Himmelszelt. Was auf Individualität gebaut, bald schon Richtung Zukunft schaut. So auch das Motto der Traubenakademie und dieser wundervolle Wettstreit stand ganz in diesem Zeichen. Da meine Ansprachen dazu neigen, sich in die Länge zu ziehen, möchte ich an dieser Stelle zum Ende kommen. Ohne weitere Umschweife begebe ich nun das Wort unserem Ehrengast, Vorstandsvorsitzende Zakaria. Bitte sehr. Angetrieben vom lautstarken Zuspruch aller Anwesenden haben sich Trainerinnen und Trainer heute gegenseitig zu Höchstleistungen angespornt und Erstaunliches erreicht. Tief in mir spüre ich, dass dies der Kern all dessen ist, was nicht nur unsere Akademie, sondern ganz Paldea besät und stimuliert. Champ Schraubsel hat seit dem Ablegen seiner letzten Prüfung nochmal deutlich an Stärke hinzugewonnen. Anstatt sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen, arbeitet unablässig an sich. Alle Trainerinnen und Trainer haben heute den Willen bewiesen, noch stärker zu werden. Ich hoffe inständig, dass dieser wie ein Funke auf alle Menschen hier in Paldea überspringen möge. So wird diese Region stets aufs Neue die Champs von morgen hervorbringen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Signora Zakaria, haben Sie vielen Dank für diese bewegenden Worte. Auch fällt mir dieses Wort so schwer. Eigentlich würde sich das als perfekter Zeitpunkt anbieten, das Turnier zu beenden. Doch ihm verdanken wir einen regen Austausch zwischen Kollegium und Schülerschaft, der sogar das Potenzial haben könnte, die gesamte Region zu erfassen und zu beleben. In Anbetracht dessen entschlossen, das große Akademieturnier fortan in regulären Abständen stattfinden zu lassen. Wow, fantastisch, Senior Direktor, da habe ich gleich mal 2 FPS. vielleicht sollte ich nächstes Mal auch teilnehmen. Wow, ich freue mich so, juhu. Ich hoffe doch sehr, dass du nächstes Mal nicht nur hinter den Kulissen aktiv sein wirst, Nemila. Den Spaß werde ich mir nicht nochmal entgehen lassen, Senior Direktor. Sie haben mein Wort. Sehr schön, dann erkläre ich hiermit das erste große Akademieturnier offiziell für beendet. Habt alle recht herzlichen Dank. Ich freue mich bereits darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Also es ist jetzt ein Turnier, das wir wieder spielen können, das einen random Gegner hat. Okay. Tja, dann dürfte es hiermit gewesen sein, ne? 45 Minuten, eine gute TV-Folge gefunden. Was? Schraubsel, du hast es geschafft. Glückwunsch zum Sieg. Das war der Hammer. Mensch, es hat mich ganz kirre gemacht, dass plötzlich alle angefangen haben, das Turnier ultimative Schulschlacht zu nennen. Ach übrigens, hier ist dein Preis. Sportkampf Pokémon-Liga. Toll. Direktor Klavier meinte, er habe in dem ganzen Tumult am Ende der Veranstaltung völlig vergessen, ihn dir zu überreichen. Fürs Erste überlasse ich den Thron dir. Aber mach es dir nicht zu bequem darauf, denn beim nächsten Mal bin ich mit von der Partie. Und dann wirst du genauso aufs Dach bekommen wie jedes Mal. Wenn du wieder am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich einfach am Turnierhelfer an.
Weißt du was, Schraubse? Seit du hier nach Paldea gezogen und mein Rivale geworden bist, genieße ich jeden Tag in vollen Zügen. Ich bin echt froh, dass wir uns begegnet sind. Du sprichst mir aus der Seele. Ehe, mach mich ja nicht verlegen. Ich sehe nur ungern so rot wie eine Tamotbeere aus. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, noch viel öfter gegen dich zu kämpfen. Viel, viel öfter. Du weißt doch, wo ich wohne, komm mal vorbei. Tja, Leute. Yes. Wär's dann wohl gewesen. Was? Hilfe. Wie geht's dir stets, Schraubsen? Hier ist Jim. Herzlich willkommen zu deinem Triumph im großen Akademieturnier. Eine klasse Leistung. Als Klassenlehrer des stärksten Trainers der Akademie könnte ich kaum stolzer sein. Senior Jim. Ach ja, hey, Senior Direktor. Ich komme sofort zum Punkt. Wollt ihr mitteilen, dass gerade in der ganzen Region extrem folgende Terror-Raids auftauchen? Okay, das war mal die Frage am Anfang der Folge. Ständig erreichen uns Berichte von Schülern, deren Pokémon verletzt wurden. Das Lehrerpersonal hat sich aufgeteilt, um der Sache auf den Grund zu gehen, aber wir sind leider etwas unterbesetzt. Jedenfalls haben wir uns gefragt, ob uns das Preis für ein Turnier erst unter die Arme greifen könnte. Ja, klar. Supi, das freut mich. Besten Dank. Deine Pokédex-Apps wird alle relevanten Daten automatisch aufzeichnen, dass sie sich mal auswerten können. Dann rechne ich damit, dass du dir einige dieser knallharten Terror-Raids zeitnah vornimmst. Aber selbst du als Turnier-Ass solltest die Raids nicht auf eine leichte Schulter nehmen. Ich will auf keinen Fall erleben, wie sich einer meiner lieben Schüler dabei verletzt. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und danke dir für deine Hilfe. Gut, Leute, würde ich sagen, bevor wir die Folge beenden, gucken wir noch ganz schnell nach dem Blue Luck Raid. Osterei ist nicht bereit für den Kampf, aber vielleicht reicht ja auch Gardevoir. Sie ist halt eine Glaskanone, die aber sehr viel Damage austeilen kann. Und dann will ich aber auch jetzt ein paar Raids sehen, ne, Kollegen? Oder muss ich jetzt erst wieder alles aktualisieren, um irgendwas zu sehen? Ich finde das Raid-System hier echt dumm. Ich hätte wirklich gerne, dass man, wenn ich hier drauf gehe, ich sehe gerne, wie viele Sterne das hat. Nicht das Pokémon, aber eben die Sterne. Ja, cool. Ja, ihr labert mich hier voll von wegen super starke Raids, aber ich sehe hier trotzdem nichts. Hier ist trotzdem kein Glurak Raid. Es ist doch einfach nur dumm, tut mir leid. Ich mag das Raid-System hier überhaupt nicht. Ich aktualisiere noch mal ein bisschen. Ansonsten ist das Ende vom Let's Play, weil was nicht da ist, kann ich euch nicht zeigen. So. Komm mir schon so ein bisschen verarscht vor, ne? Ich meine, dass es jetzt auch 6-Sterne-Raids gibt, das weiß ich ja. Es wird echt kein Event-Drachen-Raid, ne? Das sind alles normale Drachen-Raids. Und die können nicht Glurak sein, weil da müsste ja so leuchten wie die anderen Event-Raids. Das ist so wie der da. Ja, gut, dann halt nicht, ne? Ich wollte es euch gerne zeigen, aber wenn es nicht auftaucht, dann taucht es halt nicht auf. Dann kann ich es auch nicht ändern. Aber ich beweise gerne, dass das hier kein Glurak-Raid ist. Sonst fühle ich mich verarscht. Aber Event-Raids haben eigentlich immer dieses Leuchten um sich rum. Ich glaube, dieses Mimikyu und Florges-Raid-Ding ist immer aktiv. Jetzt ist es ein Eistee. Auch nicht schlecht. Okay, da seht ihr, das ist kein schwarzes Licht, das ist normales Licht. Boah, ist das bitter. Das ist ein 5-Sterne-Raid. Dass ich das vielleicht noch zum Schluss euch zeigen kann. Haben wir ja auch noch nicht gehabt im Display. Ne? Wir haben einen Stern gehabt, wir haben 2 Sterne gehabt, wir haben 3 Sterne gehabt, wir haben 4 Sterne gehabt, aber noch keinen 5-Sterne-Raid. Eppa! Bist du. 5-Sterne-Sichlor-Kampf. Oh ja, warum nicht? Ne? Das Abschluss mal einen schönen 5-Sterne-Raid machen. Gardevoir. Aber der ist Käfer, der ist effektiv gegen Psycho. Das könnte auch böse in die Hose gehen. Ja, wir gucken einfach mal. Wir haben Level 100 Gardevoir. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so in Gefahr sind, das zu verlieren. Aber hey, gut aus. So. Dann haben wir die Stunde nämlich auch noch fast voll. Weil das dauert ja 10 Minuten hier im besten Fall. Zu shiny? Nein, bist du nicht.
Ich glaube, wir haben Sichlor auch schon, dann haben wir es nicht. Weiß es gerade gar nicht. Ah ja, ein Dummi-Miesel. Ein Driftlohn und ein Staraptor. Psychokinesi. Boah. Kreuzschere. Ja, kannst du ruhig machen, ist mir egal. Würde die Mondgewalt mehr Damage machen? Nö, macht alles gleich viel Damage. Die Wirkung von Fähigkeiten. Ja, meine Fähigkeit nutze ich sowieso nicht, Kollege. Aber den kriegen wir kaputt. Den kriegen wir kaputt. Ist gar nicht so viel schwerer als Stufe 4 Raids. Und ich sage, weil es halt ein Sichlor ist. Können wir schon Terra kristallisieren, dann würde das Render kaputt kriegen. Ich habe das nämlich inzwischen durchaus begriffen, wie das funktioniert mit dem Schutzschild. Jawohl. Okay. Also man soll da nämlich wirklich die Terra-Kristallisierung selber nutzen und nicht einfach so draufhauen. Wenn man das nämlich so macht, wird man auf den wirklich starken Raids Probleme bekommen. Seht ihr, dann macht das nämlich richtig Damage. Au! Das hat weh getan. Oh Gott. Können wir darüber reden? Ach du Scheiße. Ich greife zweimal an. Zauberschein! Nein, Gardevoir! Ja, das war die Terra-Kristallisierung für uns. Tolle Wurst. Scheiße. Könntet ihr anderen vielleicht mal angreifen? Boah, diese KI geht mir so auf die Nerven, ne? Greift doch einfach an, während ich nicht da bin. Warum macht ihr nichts, solange ich nicht da bin? Es ist einfach nur Zeit, die man verliert. Boah. Diese Raids, ne? Oh Gott. Und warum hat meine Psychokinese jetzt keinen Schaden gemacht bei dem? Ich sag mal nicht wegen dem scheiß Schutzschild. Manchmal kapiere ich diese Raids auch nicht ganz. Warum manchmal die Attacken überhaupt keinen Schaden machen und dann machen sie wieder Schaden? Könnt ihr mal draufhauen, jetzt, dass er besiegt ist? Danke. So. Kriegst einen Netzball. Hast du dir. Ja, und dann sage ich schon mal, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein bei unserer Reise durch Paldea. Das war's mit Pokémon Purpur. Soll ein DLC kommen, dann sehen wir uns in Paldea wieder, ist ja klar. Ansonsten haben wir noch Xenoblade Chronicles 3 auf dem Kanal. Und das wird auch erstmal alleine bleiben, weil ich werde dieses Jahr nichts Neues mehr starten, definitiv nicht. Ihr seht diese Folge hier am Montag, XL-Bonbon. Und endlich mal ein paar L-Bonbons, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß, dass ich darüber freuen würde. also das lohnt sich, wenn ihr Level 100 haben wollt. 5 Sterne Raids. Wobei, ich denke, ich werde nichts mehr neu starten in diesem Jahr. Es müsste Montag sein, wenn ihr das seht, ja. Also von daher bleibt jetzt erstmal nur Xenoblade Chronicles 3. Und das dann ab nächster Woche auch nur noch zweimal die Woche, weil da bin ich im Urlaub. So, für 3 Wochen. Habe ich aber schon erzählt in der letzten Folge. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Pokémon, was auch immer das dann sein wird. Ich hoffe ja auf ein Let's Go Johto als nächstes. Mal sehen. Vielleicht machen sie auch nur den DLC nächstes Jahr und Let's Go Johto kommt dann erst in 2 Jahren. Es muss irgendwann kommen. Hoffentlich als erstes Pokémon-Spiel auf der neuen Konsole dann schon. Sichlor, Mantis-Pokémon, die scharfen Sicheln an den Unterarmen werden durch das Schneiden harter Objekte noch schärfer. Nö, ich will keine Berichte, welchen Level haben denn die Viecher hier? 75! Oui! Okay. Respekt und Anerkennung. In eine Box, Dankeschön. Ist da was? Dann mache ich mal ganz kurz auf eine Sache mit euch. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ja, erstmal die M-Bonbons.
Dann alle L-Bonbons. Und dann das XL-Bonbon. Ich muss noch ein paar 5-Sterne-Raids machen, damit Osterei noch ready wird für Glurak. Sollte er denn irgendwann mal auftauchen? Guck noch einmal online nach, ob es hier jetzt was... Nein, geh weg! Warum ist dieses Menü so langsam? Ich hasse es. So, was es jetzt hier so gibt, ob ich aktualisieren konnte oder nicht. Den würde ich so gerne machen. Den würde ich so gerne machen. Darf ich mitmachen? Bitte darf ich mitmachen? Das wäre das andere Feuer-Pokémon gewesen, das ich ins Team nehmen wollte. Bitte, bitte, lass nicht mitmachen. Bitte, 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 bitte. Bitte? Ach, wir dürfen nicht mitmachen. Es ist online so scheiße, Leute lassen eigentlich mitmachen bei den Raids. Das ist einfach alles Kacke. Ich könnte mit Lucario richtig schön draufhauen, ihr könnt nicht viel gegen mich machen. In der Monotyp normale. Sie hat Feuerattacken, ja, aber trotzdem. Komm schon, das wäre so ein schöner Folgen, gab es so mal Online-Terror-Raid zu machen. Aber es dauert zu lange. Wir dürfen nicht mitmachen. Ich durfte noch nie online teilnehmen. Online ist das echt scheiße, das Raid-System. Ja. Na gut. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir machen hier am... Nee, wir machen zu Hause Schluss. Genau. Wir machen zu Hause Schluss. Wo ist zu Hause? Da. Dein Haus. Dort, wo alles angefangen hat. Vor, was haben wir jetzt? Part 19? Glaube ich. Ich weiß es nicht. Ach ja. Mal gucken, was Muddern zu uns sagt. Wir sind jetzt der größte aller Paldea-Trainer. Muddern, ich bin wieder da. Schau, es ist schön, dich zu sehen. Du scheinst die freie Mitarbeit in der vollen Zügen zu genießen. Mit auch künftig viele Abenteuer erlebst und ordentlich wächst, habe ich mir ein paar Rezepte für dich ausgedacht. Du kannst noch mehr Gemüse in deinen Speiseplan quetschen. Du hast gelernt, wie man Veggie-Sandwiches zubereitet. Ja. Okay. Es war interessant. Naja, gut. Dann, Leute, in dem Sinne. Wie macht man hier echt nochmal Posen? In dem Sinne. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Video und nächsten Projekt. Euer Schraubsel. Ciao.